Ja, Frittentheke kann er hinten, aber er kann auch viel, viel mehr. Die 10. Generation, die wir hier stehen haben, das Honda Civic Type R. Und ja, zugegebenermaßen, es ist nicht das neueste Auto, was hier steht. In Amerika, in den USA sehen wir schon die 11. Generation. Nicht das Civic Type R, aber das ganz normalen Honda Civic. Da fährt diese schon rum. Und wie einige dachten, inklusive uns, das hier ist nicht der letzte mit reinem Verbrennermotor vorne mit dem 2,0 Liter VTEC Motor, sondern es kommt sehr, sehr wahrscheinlich die 11. Generation auch noch in ähnlicher Konfiguration wie dieses Auto hier. Ob dann eine Mild-Hybrid-Variante vielleicht kommt oder eine Hybrid-Variante sogar mit ja, an die 400 PS, das kann man jetzt noch nicht sagen, das weiß man noch nicht, aber zumindest kommt noch mal eine scharfe Version des Honda Civic Type A und das ist auch richtig gut, aber jetzt haben wir noch die Möglichkeit, uns über dieses Auto hier zu unterhalten, denn die neue Version, die kommt ja erst irgendwann dann 2022, 2023 vielleicht sogar auf den Markt erst. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen ja, Luft, mit diesem Auto hier Spaß zu haben. Und heute klären wir, und damit ein herzliches Willkommen zu Automotiv.de mit mir, mit Benjamin. Heute klären wir, ob sich dieses Auto noch gerade im Vergleich zu Renault Megane S, das sind ja die Hauptkonkurrenten, oder Golf GTI Clubsport, die wir auch alle gefahren haben, oder Ford Focus ST, RS, ja, vielleicht auch, aber eher ST hatten wir ja auch. Die ganzen Verlinkungen auch nochmal hier oben und unten in der Box. Ob sich das hier lohnt und wie spitz, wie viel spitzer, wie viel krasser dieses Auto hier fährt. Aber bevor wir das tun, bevor wir fahren, gehen wir ganz kurz außen mal an die einzelnen Komponenten, die mir schon mal aufgefallen sind, auch während der Fahrt, während des Testbetriebs hier. Wir hatten das Auto in den letzten anderthalb Wochen hier in unserer Redaktion, die mir aufgefallen sind. Da gehen wir jetzt kurz drauf ein und das sehen Sie jetzt. Das Auto kam letztes Jahr in eine Modellpflege. Da konnten noch ein paar Sachen optimiert werden. Auch gerade an der Vorderachse zum Beispiel, an den Bremsen. Da ist eine Änderung, die mir nicht so ganz klar ist. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Front. Typisch offensiv, man kennt das Gesicht, gehen wir jetzt auch nicht wahnsinnig drauf ein. Wir haben hier voll LED-Scheinwerfer, einen bösen, grimmigen, offensiveren Look. Wir haben hier schöne Kühlluftkanäle für die Bremsen an der Seite und hier ganz schön viel zu. Ich hätte immer erwartet, dass das hier offen ist, aber anscheinend braucht der VTEC Turbo, der 2,0 Liter mit 320 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment, braucht dann doch nicht so viel Luft, dass man das hier zur CW-Optimierung, CW-Wertoptimierung dann zulassen kann. Ja, hier unten haben wir eine schöne Carbon-Spoiler-Lippe mit einer roten, also die ganzen Details, die hier gemacht worden sind beim Civic Type A, gerade in der GT-Variante, die ja hier steht, die sind wirklich sehr, sehr schön mit diesen roten Akzenten dann noch drin, mit diesem groben Carbon. Allerdings muss man sagen, auf Spaltmaß, Fugenqualität, wer da sehr, sehr viel Wert legt, der ist bei diesem Auto nicht ganz richtig. Und obwohl das hier ein Pressetestwagen ist, der noch mal besser angeschaut wird und vielleicht von Hand so noch ein bisschen geklöppelt wird, sind die Spaltmaße hier nicht optimal. Und alles ist natürlich hier auch sehr labil. Das sind einige, ja, meine Nachbarn haben gesagt, ja, das ist ja alles hier billig hier mit dem ganzen labilen Zeug. Aber tatsächlich ist es ja so, dass solche Teile aus PU, CFK, auch Motorsport oder Carbon nicht immer brutal fest immer sind, denn sie bleiben variabel, um eben Gewichtsoptimierung zu haben. Und solange diese sich nicht so verformen, dass die Aerodynamik dadurch gestört wird, passt es auch. Und das ist auch eigentlich besser, wenn alles variabel ist. Denn wie gesagt, im Motorsport ist es auch so. Das ist so dieses Totschlagargument, das können Sie dann auch sagen, falls Sie so ein Auto haben und Ihre Nachbarn das ebenfalls sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, bei Geschwindigkeiten ab ja, so ungefähr 200 ist diese Lufthutze hier vorne, die man auch mit den Spiegeln zum Beispiel auch zusammen aus Carbon haben kann, wird diese Lufthutze hier labil. Und dann hast du hinten, wenn du da sitzt, hast du hier so ein bisschen so ein flatteriges, so eine flatterige Lufthutze da vorne. Das ist, kann nicht ist, das kann für einige ein bisschen ungewohnt sein. Finde ich auch ehrlich gesagt für einen so einen Sichtteil nicht so optimal. Ja, schauen wir mal unter die Haube hier vorne. Das müssen wir natürlich auch machen. Und das ist auch echt wichtig, dass wir den Motor mal sehen, denn das da unten drunter schaut wirklich sehr schick aus. Übrigens, auch hier was
haben sie alle gesagt, beim Golf GTI und Golf GTI Clubsport hier, ne, mit Haubenlifter. Haubenlifter fehlen auch hier. Wir haben hier den 2,0 Liter VTEC Turbomotor mit 320 PS, wie schon gesagt, 400 Newtonmeter Drehmoment. Ab 2,5 kann man mit ordentlich Leistung rechnen. Davor haben wir noch ein leichtes Turboloch, davor geht nicht so wirklich viel, aber das sieht doch wirklich schön aus hier. Ordentliche Verteilung hier, ein ordentlicher Motor, die hier liegt. Man sieht hier wirklich noch, das ist Ingenieurskunst und man hat ja auch Beschriftungen und es sieht alles ordentlich aus und nicht einheitlich wie bei anderen Fahrzeugen, auch vor allem wie bei anderen sportlichen Fahrzeugen in dieser Klasse. Da ist es weitaus weniger liebevoll gemacht als hier. Also alles gut, alles ehrlich, sieht alles echt schön und super aus und die Motorhaube, klar, die ist nicht so groß, aber sie ist in Ordnung. Auch vom Gewicht. Ja, gehen wir mal an die Seite jetzt. Ich glaube, hier vorne sind wir vorbei, sind wir durch. An der Seite haben wir die 20 Zöller in der GT-Line. Es gibt in anderen Lines auch, wenn man nicht so viel Carbon haben will, nicht so viel Spoilerwerk, vor allem hinten, kommen wir noch zu sprechen. Die Sportline hat einen niedrigen Spoiler, also hat nicht diesen großen Spoiler, sondern eine kleine Abrisskante. Hat auch 19 Zoll Räder. Hier haben wir 20 Zoll Räder mit diesem Pinstripe. Und das Besondere an dem Pinstripe, der hier außen geht, an diesem roten, der ist in den Felgen eingefasst. Das heißt, die Felgen mussten nochmal bearbeitet werden, haben so eine kleine Fuge gekriegt und er wurde da rein lackiert. Das heißt, man hat nicht die Problematik beim Lackieren, dass es bei dem Pinstripe zu Fehlern kommt in dem in der Lackiergrenze, sondern hier der Lackstift oder die Lackieranlage, die musste einfach nur diese Fuge füllen und es sieht zudem noch echt gut aus. Was wir hier darunter haben, ist die Brembo Bremsenanlage. Die war beim vorigen Modelljahr gelocht. 350 mm Durchmesser. Hier haben wir keine Bohrungen mehr in der Bremsscheibe drin. Das wundert mich, ich komme damit auch nicht ganz klar, weil eigentlich hätte ich hier gelochte Bremsscheiben erwartet und keine geschlossenen, vor allem auch im neuen Modelljahr. Aber Honda sagt, ja, wir haben hier alles überarbeitet. Auch die Bremse, auch die Bremszangen und wir haben schwimmende Belege drin, so dass die Bremse noch besser agieren soll, weil auch einige gesagt haben, okay, die Bremse, auch hier die Bremse hat Fading-Probleme, dass sie irgendwann mal überhitzt. Honda hat einiges da ein bisschen angepasst, unter anderem hier mit schwimmenden, dann auch noch mit der Bremsscheibe an sich und auch die Kühlluftkanäle, die man hier an der Seite mal sieht, da ist es jetzt noch mal deutlich, deutlich besser geworden oder soll deutlich besser sein. Hier vorne kommt es rein und hier wird dann die Luft über die Bremse besser geleitet, sodass Fading-Probleme eben hier der Vergangenheit angehören sollen. Genau, sollen. Trotzdem ein schönes, also wunderschönes Druckpunktgefühl. Man hat die Bremse noch mal echt geschmeidiger gemacht und man merkt es auch beim Fahren, werde ich auch nachher noch mal sagen, der Druckpunkt der Bremse ist super justierbar. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was ich immer cool finde, ist so ein bisschen Ami-Style, die äußerlichen Blinker, die leuchten hier gelb. Sieht, finde ich, richtig cool aus, vor allem mit der Farbe hier Racing Blue, heißt die Farbe ja, aufpreispflichtig übrigens, sieht das richtig cool aus. Ich finde es immer schön, so ein bisschen Amerika-Anleihen zu haben. Ja, was wir jetzt hier an der Seite noch haben, sind natürlich diese aufgeblasenen Backen im Vergleich zum Serien Civic. Wir haben hier Verbreiterungen drin, jetzt stehen die Räder schräg, also nicht gerade im Rathaus. Wenn ich die mal gerade stelle, mach mal ausnahmsweise im Stand, dann sieht man, was mich stört, dass sie nicht schön im Rathaus stehen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall Spurverbreiterungen drauf machen. Denn was hier von der Seite sichtbar ist, auch von vorne, stehen einfach wirklich nicht bündig und schließen nicht bündig mit der Karosserie ab. Das finde ich ein echtes Manko. Die müssten viel weiter raus. Das liegt natürlich auch an den veränderten Spursturzeinstellungen gegenüber dem Seriendderivat und an den veränderten Einpresstiefen der Felge hier. Wir haben hier ET30 Felgen, also Räder und einen Sturz, der aufgestellt wurde, sodass die Auflagefläche der Reifen in Kurven besser garantiert ist. Das resultiert natürlich, dass wir dann so eine Optik hier kriegen und einfach, ja, ist ästhetisch, vom ästhetischen Anspruch nicht so wirklich schön. Ja, wir haben hier leider Fake. Das haben wir bei vielen Autos, beobachten wir bei einigen Autos, bei diesen Luftausströmern hier an der Seite, dass diese Sachen hier einfach wirklich nur Optik sind. Das haben wir beim neuen Audi RS3 leider auch. Audi hat gemerkt, okay, wenn wir das hier offen machen, bringt es nicht wirklich viel, viel mehr und uns zerschießt es, zerhagelt es die Seitentür. Das heißt, wir haben hier Steinschläge durch.
Und was können wir nur machen? Ja, okay, wir schließen es. Wir lassen es als reines Optikelement. Sieht geil aus, aber hat natürlich keine weitere Bedeutung. Oh, das war ein bisschen zu voreilig. Die hier sind kein Fake. Sie dienen nur nicht der Rathausbelüftung, sondern dienen der Motorentlüftung. Das heißt, sie sind kein kompletter Fake. Sie sind nur nicht dafür da, hier die Rathäuser und die Bremsenkühlung abzuführen, sondern da kommt hier Abluft aus dem Motorraum raus. Ja, Außenspiegel gibt es auch in Carbonoptik. Das sagte ich bereits. Wir haben eine tiefgezogene Lippe hier unten, tiefgezogenen Schweller. Auch hier ein bisschen alles labil, aber das ist okay. Das passt schon. Das tut auch der Aerodynamik keinen Abbruch. Sieht gut aus und vor allem ist es alles echt Carbon und verbreitert nochmal untenrum die ganze Karosserie. Ja, hinten haben wir auch aufgesetzte Sachen. Das resultiert auch hier nochmal extremer, auch wenn man von oben drauf guckt, dann ist es einfach nicht schön, wie die Räder ins Rathaus oben reingezogen werden. Sieht ein bisschen aus wie auf Ersatzrädern hier von einem bestimmten Winkel. Das ist echt schade. Dahinter bisschen kleinere Bremsscheiben natürlich. Ich glaube 307er sind es im Durchmesser. Bin mir gerade nicht sicher. Ergänze ich dann auf automativ.de. Tank ist auch noch so eine Sache. Wenn du einsteigst in das Auto, dann merkst du, okay, du hast jetzt eine Reichweite von 300 Kilometer bei Volltankung, Vollbetankung und bei meinem Fahrstil. Das heißt, 12 Liter stehen auf der Uhr bei meinem Fahrstil. Klar, ich will natürlich auch mal ein bisschen flotter fahren. Man bekommt ihn auch auf 10 Liter, aber dann ist auch wirklich Schluss. Dann sind vielleicht 400, 450 Kilometer drin. 300 Kilometer Reichweite mit einem 46 Liter Tank sind natürlich ein bisschen wenig. Und man hat hier so einen ohne Verschlusskappe Tank. Das ist ganz witzig, das ist so ein bisschen wie im Rennsport gemacht. Braucht man auch nicht wirklich diese Verschlussklappen. Wenn es intelligent gemacht ist, so wie hier, dann finde ich das viel, viel besser. Da muss man die Verschlusskappe gar nicht irgendwo anders hin tun, denn dann ist das hier so viel, viel cooler und viel schneller. Ja, das Heck, der Heckbereich, das finde ich immer ganz cool. Bevor ich das mache, ist das nicht ein wahnsinniges Teil, wenn man das hier aufmacht und das in der Hand hat, denkt man sich, alter Schalter, was kommt da eigentlich alles drunter? Wir haben diese ganz normale Optik des normalen Civic, diese Heckscheibe mit diesem Element, das hat der normale Civic ja auch und vor allem mit dem Glas hier auch unten, sieht man auch von innen vom Cockpit, auch wenn die Umsicht hier in dem Auto nicht gut ist. Man sieht nicht so wahnsinnig viel, aber es stört nicht, weil man hat Kameras. Man hat hier eine Rückfahrkamera, man hat vorne eine Kamera, damit kommt man schon gut klar und die Spiegel sind groß, aber man sieht diese Scheibe hier unten. Viel bringen tut sie nicht, aber man sieht das eine oder andere Kennzeichen dann immer noch im Rückspiegel, wenn das Auto hinter einem fährt mit so ungefähr 15 bis 20 Meter Abstand. Also das passt schon. Darauf aufbauend, auf diesem normalen Civic Layout, kommt dann diese Theke hier hinten. Das sieht schon richtig krass aus. Meine Freundin, es ist so unangenehm, mit diesem Auto zu fahren. Wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Optik. Aber viele finden es scharf und ich finde es auch raketenscharf. Und vor allem hat es ja auch eine Funktion. Es ist ja nicht einfach nur, dass man damit vor die Dönerbude fahren will, sondern man will damit schnell sein. Und dieses Auto war bis 2019 auch der schnellste Fronttriebler auf der Nürburgring-Nordschleife. Und das ist schon eine Ansage, wenn man das Auto baut, dass das schnellste ist auf dieser Strecke. Und das hat natürlich auch mit Aerodynamik zu tun. Das hat auch mit diesem Wing hier zu tun. Das hat auch mit der Stabilisierung des Luftstroms zu tun. Diese Dinger hier, die aussehen wie amerikanische Satelliten, Radiosatellitenempfänger, die sind tatsächlich nur da, was heißt nur da, die sind dafür da, ganz genauso wie hier, um den Luftstrom auf diese Lippe hier, auf diese Spoilerkante zu leiten und um den Luftstrom hier sauber zu machen, der hier über dem Dach leicht verwirbelt ankommt und hier nochmal sauber mit Abrisskanten zu versehen. Und das heißt, hier trifft er drauf und drückt hier wirklich runter. Wie viel? Das sagt Honda nicht, aber es muss schon einiges sein, vor allem in Kombination mit dem Diffuser, den wir gleich noch sehen, der dann wirklich hier auf den Boden drückt. Und das merkt man auch auf der Autobahn bei Höchstgeschwindigkeiten. Der fährt ja 270 km/h. Da merkt man diese unfassbare Stabilität, auch vom Heck. Das Heck wird keines Mal unruhig. Es bleibt einfach eine Wonne, mit diesem Auto Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Auch wenn die Vorderachse, das werden wir aber noch sehen, ein bisschen unruhig ist, ein bisschen tänzelt. Genau, wir haben dann hier diese Aerodynamik, also wirklich schick gemacht. Wer es nicht mag, das habe ich ja vorhin, glaube ich, angedeutet, der kann auch im neuen Modelljahr, im 2020er Modelljahr, gab es dann hier die Möglichkeit, auch noch die Sportline zu haben, Civic Type R Sportline. Das heißt,
dieser Spoiler geht weg. Man hat dann nur noch einen aufgesetzten hier drauf. Das heißt, es ist nicht ganz so brutal, nicht ganz so brachial, aber immer auch noch sportlich. So, wir haben hier dieses Heck und ich glaube, dieses Heck ist eines der erstaunlichsten, was ich je gesehen habe in diesem Segment. Honda traut sich wirklich was. Honda traut sich hier richtig an, da eine Form, da ein Design-Ding, da irgendwas, was wir übrigens beim nächsten Modell, ja, also beim nächsten Modell sogar, nicht mehr haben werden. Das beruhigt sich ja sehr stark. Das geht dann eher so auf Hyundai i30 Coupé-Form und so und nicht mehr so stark wie das hier, so brutal. Deswegen, wer noch diese brutalen Formen haben will, für den ist das Auto das Richtige. Genau, hier unten auch wieder Carbon, ein richtig schöner Diffusor hier unten. Diese typische 3-Rohr-Endabgasanlage, die ja ganz besonders ist, denn das ist nicht einfach nur Show, sondern wir haben dieses mittlere Rohr, das für ganz unangenehme Geräusche eben sorgt, die herauszufiltern. Das ist gerade beim Beschleunigen, da verstärkt es das. Und dann haben wir bei mittleren Drehzahlbereichen haben wir hier ein entgegengesetztes Strömungsverhalten. Das heißt, es saugt leicht Luft an und beruhigt so den Sound und ja, bereinigt ihn sozusagen, sodass man nicht diese störenden Geräusche hat. Wie das wirkt und wie das dann wirklich auch klingt im Interieur, meine Meinung, das werden wir dann auch gleich noch sehen. Ja, Kofferraumvolumen 420 Liter. Man hat es gerade auch kurz gesehen. Ich mache auch gerne noch mal kurz auf, aber das ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste. 420 Liter, es ist geräumig. Man kann auch noch umklappen im Verhältnis 80 zu 20 oder wie auch immer man das nennt. Da unten haben wir noch ein bisschen. Oh, das ist mir jetzt abgegangen. Das ist nicht gut. Da unten haben wir jetzt noch ein bisschen Platz für Kleinteile. Und darunter nimmt natürlich die Abgasanlage ein bisschen Raum weg. Die Abgasanlage, die braucht eben Platz. Das ist nun mal so. Die geht relativ tief rein. Die Abgasanlage kommt übrigens ohne irgendwelche Klappen oder Regler aus, sondern einfach nur mit diesem Prinzip aus diesen drei Rohren. Ja, hinten haben wir leider ganz normale Sitze. Man hat immerhin rote Gurte, das ist schon mal ganz cool, aber die Sitze an sich sind mit roten Nähten aus Stoff. Klar, man muss auch hier sehen, wir sind in einem Bereich, in einem preislichen Bereich, der ist schon viel Geld, aber hier wurde ja auch viel gemacht an Ingenieurssachen reingesteckt, an tollen, teuren Teilen, vor allem an der Vorderachsaufhängung mit Aluminiumquerträgern und so. Das kostet alles Geld, auch das zu entwickeln und dann für relativ kleine Stückzahlen, da muss man auch hier hinten ein bisschen sparen, finde ich. Ist halt so, man hat hier hinten gut Platz, auch die Sicht nach hinten nach raus. Ja, die ist in Ordnung. Wir haben schöne verdunkelte Scheiben, dann kann man nicht hier hinten reingucken. Aber auf langen Fahrten möchte ich hier ungern sitzen, weil die Schalensitze vorne dann doch ein bisschen was wegnehmen an Übersicht. Aber es ist in Ordnung. Hier übrigens hinten die Schalensitze haben wir aus auch wieder Carbon, auch wieder ohne Epoxidhart aufgegossen, sondern relativ Natur. Das sieht schön aus. Das macht wirklich auch einen sehr sportlichen Eindruck. Schauen wir noch mal vorne rein. Wir haben hier, bevor wir fahren, natürlich auch wieder hier diese Sportsitze. Diese Sport, ja, man würde sagen, Sportschalensitze sind ja keine Schalen, weil alles hier aus Stoff ist. Aber man hat ein sehr gemütliches Fahren, obwohl die hinten sehr straff aufgepolstert sind. Das heißt, es ist schon, sie geben extrem guten Halt. Und das mit diesem Stoff, Velour, Alcantara Gemisch macht auch einen wirklich schönen und griffigen Eindruck, dass man hier nicht wirklich rumrutscht. Das sehen wir auch noch. Lenkrad sitzt gut in der, liegt gut in der Hand. Man hat hier auch Alcantara, Rot Alcantara mit Schwarz Alcantara. Ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an GT2 RS, diese Kombination. Man hat allerdings, das sieht man auch schon hier, starke Abnutzungen. Und das spricht auch, das Auto hat jetzt rund 16.000 Kilometer auf der Uhr. Man hat hier schon starke Abnutzungen im Alcantara-Bereich, also in den Bereichen hier vor allem auf 3 und 9 Uhr. Das ist nicht so optimal. Das sollte auch nicht so sein, dass es schon nach 16.000 Kilometern so aussieht. Das spricht nicht sehr für die Qualität dieses Art Velour hier. Ja, was wir noch haben, sind diese Tasten am Multifunktionslenkrad. Wir haben leider, und das finde ich immer so schade, wenn diese Autos so außen so toll sind, auch so super fahren und so, da haben wir hier leider die Materialität. Das ist, erinnert irgendwie an Gameboy von 1980 oder 1990. Das sieht nicht schön aus. Das sind wirklich auch keine schönen Tasten. Oder man erinnert, oder mich erinnert es jetzt gerade so ein bisschen so an so ein Flugzeug aus den 2005er Jahren, wo man dann so Spielekonsolen, die ersten Spielekonsolen an diesen integrierten Bildschirm hatte. Die waren ähnlich von der Qualität. Naja, wie auch immer. Trotzdem, die Sitzposition ist gut. Man sitzt schön tief drin. Man hat hier einen breiten Schweller. Das
erinnert so ein bisschen an Rennsportfahrzeug. Das ist auch wirklich wie im Rennsportfahrzeug, Aluminiumpedalerie und einen wunderschönen Schalthebel hier, einen kurzen Schalthebel. Werden wir gleich noch sehen. Der ist ja auch Gegenstand des Fahrens und ich glaube, da fahren wir jetzt durch. So, wir sind auf sehr ruckeliger Straßenoberfläche, auf derselben, also unruhigen Straßenoberfläche, auf derselben Straßenoberfläche, mit denen wir auch schon GT Clubsport gemacht haben, mit denen wir auch Focus ST gemacht haben. Das ist dieselbe Strecke hier und jetzt sind wir bei 17 Grad, leicht feuchten Verhältnissen, aber wir haben tatsächlich auch ein bisschen Sonne, die hier durchkommt durch die Wolken, können wir hier ein bisschen probieren. Ja, beim ganz normalen Fahren, ich schalte jetzt hier mit dem Fahrdynamikschalter mal in den Modus Komfort, haben wir hier ein relativ ausgewogenes Fahrzeug. Das muss man auch tatsächlich sagen, auch wenn die adaptiven Dämpfer immer noch relativ fest sind. Also viele sagen, okay, das ist mir alles viel zu hart. Ich sage, man kauft sich so ein Auto nicht, um damit unglaublich komfortabel über Magnetic Air Ride hier über die Landstraße zu fahren, sondern man will trotzdem noch was spüren. Man will trotzdem Rückmeldungen haben und das hat man auch im Komfortmodus, wenn auch nicht so fest. Und genauso soll es ja auch sein. Jetzt schalte ich mal in den Sportmodus. Jetzt merkt man, okay, die Dämpfereinheiten, die sind ordentlich gestrafft. Jetzt spüre ich schon viel, viel mehr von dieser Straßenoberfläche und natürlich auch im Brace-Modus ist das dann nochmal leicht verfeinert, nochmal leicht steifer. Und man spürt dadurch dann auch mehr in der Lenkung. Auch hier automatisches Zwischengas geben mit dem manuellen Schaltgetriebe. Man kann das ausstellen, man kann es auch überstimmen. Jetzt beim Herausbeschleunigen aus der Kurve merkt man Kräfte in der Lenkung und das auch richtig gut. So, man will ja auch wissen, was die Vorderachse macht. Und auch hier auf dieser unruhigen Straßenoberfläche, das muss ich sagen, ist eines der härtest, also am festest abgestimmtesten Fahrwerke, die wir hier haben. Ähnlich wie beim Focus ST, der hat auch so, ja, vom Grad der Intensität ist es auch ähnlich beim Focus ST, aber hier ist es noch mal deutlich, deutlich straffer. Und das liebe ich. Während andere Hersteller sich von den manuellen Schaltgetrieben so langsam leider verabschieden. Ich bin ja auch jemand, der sagt, okay, wegen Schnelligkeit, Doppelkupplungsgetriebe, perfekt. Aber in diesem Auto, das ist das beste Beispiel dafür, dass ein manuelles Schaltgetriebe nicht wahnsinnig viel langsamer sein muss. Vor allem das hier. Es hat so kurze Schaltwege, ist auch sehr kurz übersetzt. Leider auch für mich im sechsten Gang, für meine Meinung, zu kurz übersetzt. Denn auch auf Langstrecken soll es ja irgendwie auch relativ effizient zumindest sein. Aber jetzt gerade hier für 0 auf 100, 5,8 Sekunden sind es laut Angabe. Da macht es schon sehr, sehr, sehr viel Laune. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch so ist und wie das so ist. Auch mit Wheelspin vorne hat man gemerkt, ich war fast ganz drauf und jetzt sind wir schon deutlich über 100 und ich kann ganz entspannt in den sechsten Gang schalten. Also das war sehr, sehr beeindruckend, obwohl wir hier unruhige Straßenoberfläche haben, obwohl wir hier nur, ja, 18 Grad mittlerweile haben, obwohl wir keine warmen Reifen haben und obwohl wir hier leicht feuchte Verhältnisse haben, war das ohne irgendwas, ist er hier vorangesprungen. Und das war schon sehr stark, vor allem für einen Fronttriebler. Muss ich schon sagen, das ist sehr beeindruckend. Wenn wir jetzt hier die Kurve haben, da gehen wir mal noch mal ein bisschen offensiver rein. Zwischengas geben, die Funktion automatisch Zwischengas ist natürlich super, super entspannend, weil man dann natürlich nicht die Hacke nehmen muss, bemühen muss, um hier nochmal beim Bremsvorgang auf die Kurve das hier walten zu lassen, die Zwischengasfunktion. Und jetzt ist es schon, also muss man schon sagen, ist es schon sehr, sehr fest, das Fahrwerk. Aber so ist es nun mal. Nur die Harten kommen in den Garten. Ne?
Und ich finde es auch echt spannend. Also ich finde es richtig schön, so ein Fahrwerk auch zu haben. Ja, wenn man jetzt die ganze Zeit so fahren würde, dann hätte man natürlich einen unglaublichen Verbrauch und das würde nicht lange reichen für die Reichweite. Das finde ich ein Manko bei diesem Auto. Die Reichweite, ich hatte es vorhin schon angesprochen, das ist einfach mit 46 Liter unterdimensioniert. Und ich für meine Verhältnisse hätte gern so ein Auto. Ich würde es mir schon nehmen, weil ich die Präzision einfach schätze von so einem Fahrzeug. Aber für die Langstrecke soll es halt auch ein bisschen tauglich sein. Das ist es auch vom Komfort und alles, ist alles gut, auch wenn es sehr, sehr fest abgestimmt ist. Aber die Reichweite, die geht gar nicht. Ich will nicht, wenn ich von Hamburg nach Stuttgart fahre, viermal tanken müssen, nur weil ich ein bisschen flotter unterwegs bin. Das ist jetzt nicht der wahnsinnige Anspruch. Also da hätte ich gedacht, dass man vielleicht ein bisschen größeren Tank hier positioniert und da eben für die Reichweite ein bisschen besser sorgt. Ansonsten muss ich sagen, ist dieses Auto richtig schön knackig abgestimmt und das gefällt mir sehr, sehr gut. Noch ein Wort zu den Bremsen. Hatte ich ja gesagt, dass die einen sehr, sehr schönen Druckpunkt haben. Das haben sie auch fürs leichte Bremsen. Sobald man allerdings etwas fester reinsteigt, merkt man, ja, sie packen gut zu, packen sie schon, aber man merkt, okay, man muss schon einsteigen ein bisschen, dass man diesen ganzen Karren, diese 1,4 Tonnen zum Stehen bringt. Was ja nicht viel ist, 1,4 Tonnen, klar, andere Mitbewerber sind ein bisschen drüber sogar teilweise, aber die Bremsen hier überzeugen mich jetzt zu 90% und nicht zu 100%. Da muss ich sagen, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Ja, Honda Civic Type A. Das Auto ist für diejenigen perfekt, die es mögen, richtig schön straff zu sitzen, richtig schön präzise zu fahren. Es ist einfach eine Fahrmaschine. Honda hat echt hier was auf die Räder gestellt, was die anderen nicht so leicht nachmachen konnten. Der vom Fahrgefühl noch sehr nah an dieses Auto rankommt, sind natürlich die Hyundais, Hyundai i30Ns, auch der Renault Megane S. Danach wird es ein bisschen komfortabler, auch noch sportlich, aber leicht komfortabler und nicht mehr ganz so wie auf Messerschneide. Danach sind nämlich hier die GT Clubsports dran und danach kommen alle anderen Performance-Fahrzeuge. Das Auto ist hier wirklich eine Klasse für sich. Preislich müssen wir sagen, wir sind hier bei knapp 42.000 Euro. Da ist aber auch schon alles drin, also fast alles, bis auf die Carbon-Applikation und so, die man jetzt nicht wirklich braucht. Aber 42.000 Euro Schicht im Schacht. Bei Volkswagen geht es dann bei 42.000 Euro noch ein bisschen weiter. Da kann man schon so 50, 55, 60.000 Euro ausgeben für Clubsport 45. Das sind hier dann nochmal ganz andere Preisklassen. Und da, finde ich, kann man dann auch wieder rechtfertigen, dass wir hier nicht so wertig unterwegs sind, nicht so perfektionistisch unterwegs sind. Das ist dann schon in Ordnung. Zum Gewicht hier. Wir haben hier ein Gewicht von 1430 Kilogramm. Es gibt noch diese limitierte Edition von Honda. Die ist, glaube ich, mittlerweile ausverkauft. Die in Gelb. Die wiegt dann 30 bis 40 Kilogramm weniger. Die macht dann nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr in Kurven aus. Haben wir auch Cup 2 Reifen montiert und so weiter, was wir jetzt hier nicht haben. Aber also noch schärfer, noch mehr auf runden Zeiten, noch mehr auf Sport, auf Track. Aber das Auto hier, so wie es hier steht, in diesem Gewichts-Leistungs-Präzisionsverhältnis ist für genau diejenigen, die mechanische Fahrdynamik wollen und auch schätzen und mögen. Und deswegen ist es auch für mich toll. Ich liebe solche Autos. Ich finde es Oberklasse, dass es solche Autos gibt und ich freue mich auch auf die Version, die danach kommt mit der 11. Generation des Honda Civic Type A. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch ansteht. Vor allem, ob es vielleicht sogar einen Mild Hybrid gibt, der untenrum noch ein bisschen mehr anschiebt. Denn das ist natürlich ein Manko dieses Autos, dass wir erst Ladedruck aufbauen müssen,
um dann schön hochdrehen zu können. Wobei, hätten wir hier, wie es ja Honda immer normalerweise gemacht hat, einen reinen Saugmotor drin, dann hätte man auch oder dann müsste man auch sehr stark drehen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, hier dieses Review zu diesem Fahrzeug in dieser knalligen Farbe. Richtig schönes Auto. Vergessen Sie nicht, unten auch zu abonnieren, uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Mir gerne zu schreiben, falls noch Fragen sind, falls ich nicht alles beantworten konnte. Ich lese alles, ich beantworte auch alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten spannenden Review wieder. Machen Sie es gut, ich freue mich dann auf Sie. Tschüss.